Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG-Fan, das ist wieder Skyrim Special Edition. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr bei meinem letzten Video über die Spinnen so aktiv wart und dieses Video so viele Aufrufe bekommen hat. Das war eine kleine Errungenschaft für mich. Pro Tag habe ich noch nie mehr bekommen. Vielen Dank dafür. Und das nächste Video lässt nicht lange auf sich warten. Das letzte Mal hatten wir die Frostspinnen und heute geht es um die Blitzspinnen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und hier ist noch eine meiner Frostspinnen, die ich in der letzten Folge gebastelt habe. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man auch diese typischen Geräusche. Also man spürt richtig diese Kälte. Und auch wenn man die Form beachtet, die haben solche Zacken an ihrem Körper, solche Eiszapfen. Und ja, das Interessante ist, dass die Entwickler auch an sowas gedacht haben. Das heißt, unsere Blitzspinnen heute werden anders aussehen. Die werden anders von der Form sein, aber auch wahrscheinlich von den Geräuschen, die sie machen werden. Und ich bin sehr gespannt. Also gehen wir an unsere Durchdringungskammer. Und auch von den Blitzspinnen gibt es drei Varianten. Es gibt die blitzumhüllte Spinne, die explodierende Blitzspinne und die hüpfende Blitzspinne. So, um die blitzumhüllte Spinne zu erhalten, benötigen wir folgende Zutaten: Albino-Spinnen-Hinterleib, makelloser Amethyst und Salz. Ja, für unsere Frostspinnen waren eigentlich die Rezepte gleich, nur dort brauchten wir einen anderen Stein. Und zwar war das ein Saphir und in diesem Fall ist es ein Amethyst. Also kann man sich merken. So, wenn wir das Ganze reingelegt haben, ziehen wir einmal an diesem Hebel und wir schauen links oben. Aha, blitzumhüllte Spinne 6-mal erhalten. Ja, denn bei mir war das diesmal ein makelloser Amethyst. Und ein makelloser Amethyst führt dazu, dass wir 6 Spinnen bekommen. Ein normaler Amethyst dazu, dass wir 3 Spinnen bekommen. Und für eine explodierende Blitzspinne benötigen wir diesmal einen beschädigten Albino-Spinnen-Hinterteil und einen Amethyst bzw. einen makellosen Amethyst. Und wieder am Hebel ziehen. Oben links schauen. Explodierende Blitzspinne, 6 Stück. Das heißt, jetzt brauchen wir noch eine Variante, und zwar die hüpfende Blitzspinne. Und wenn wir also schlussendlich einen Albino-Spinnen-Hinterleib und einen Amethyst bzw. einen makellosen Amethyst hineinlegen und am Hebel dran ziehen, dann bekommen wir die hüpfende Blitzspinne. So, alle drei Spinnenarten habe ich jetzt. Und jetzt will ich erstmal gleich vergleichen, von der Form her, vom Aussehen her, welchen Unterschied man dann zwischen diesen Rostspinnen und den Blitzspinnen, den ich gerade gemacht habe, welchen Unterschied es da gibt. Okay, also schauen wir uns das Ganze erstmal so an. Wir haben also hier die blitzumhüllte Spinne. Wir sehen, so sieht sie aus. Sie hat hier oben quasi solche zwei Antennen. Finde ich wirklich geil, dass die Entwickler an solche Kleinigkeiten gedacht haben. Weil da unten, wie ihr seht, da spaziert schon mal meine frostumhüllte Spinne. Und ihr seht den Unterschied. Ich werde die gleich nochmal in die Hand nehmen und rauswerfen, wie die so ausschauen. Also einmal in die Hand. So, und... Aha, okay, die können tatsächlich nicht gleichzeitig existieren, anscheinend, wenn das Spinnen der gleichen Art sind. Das ist interessant, aber können, also der gleichen Art, aber von unterschiedlichen Elementen, aber können zum Beispiel zwei Blitzspinnen gleichzeitig existieren? Das geht, ja, das heißt, okay, das ist für mich jetzt auch neu, das heißt, eine blitzumhüllte Spinne und eine frostumhüllte Spinne können nicht gleichzeitig existieren, aber es können halt zwei und wahrscheinlich auch mehr blitzumhüllte gleichzeitig dabei sein. Das ist interessant. Hier haben wir die explodierende Blitzspinne. Das ist also eine, die man auf den Gegner drauf wirft und dann, wenn sie in der Nähe des Gegners ist, explodiert sie. Ich hoffe, sie reagiert nicht auf meine eigenen Spinnen. So sieht sie aus. Das ist einfach eine riesige Spinne, wie ihr sehen könnt. Das ist sehr, sehr interessant. Wow. Also, ich weiß nicht, warum diese Sache mit den Spinnen so wenig Beachtung bekommen hat. Von mir selbst auch. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil viele die Spinnen so unschön finden. Aber schaut mal, wie süß diese Tierchen sind. Schaut mal, wenn ich die zu werfen versuche, dann übe ich so Druck auf sie und sie so...
Wirf mich weg. So, okay. Also das war jetzt die explodierende, die ich hier geworfen habe. Und wenn wir uns die anschauen hier, also wie gesagt, so schaut sie aus. Auch hier diese zwei Antennchen, da sind sie unter dem Schnee begraben quasi. Und jetzt die hüpfende. Das war tatsächlich, das ist jetzt tatsächlich die hüpfende Blitzspinne hier. Die probiere ich auch mal aus. Also so sieht sie aus. Jetzt kein großer Unterschied zu der Blitzumhüllten, muss ich sagen. Mal schauen, ob es einen Unterschied gibt, wenn ich sie mal kurz rauswerfe. Also da läuft meine Blitzumhüllte. Aha. Was ist denn jetzt? Ach, das ist sie. Ah, okay. Ich glaube, die ist größer. Ich mach's mal nochmal. Moment. Ja. Wobei, ne. Die ist von der Größe, glaube ich, genau so eine. Ich sehe jetzt den Unterschied. Ihr könnt sehen, hier die Blitzumhüllten, die haben hier diese Blitze, weil sie ja ständig den Blitzschaden verursachen, wenn sie an die Gegner herankommen. Die sind also gut, wenn ihr die Gegner ablenkt, wenn die Gegner auf euch losgehen und eure Spinnen greifen sie quasi von hinten an. So könnte man sie nutzen, denn die sind sehr verletzlich. Wenn die Gegner auf sie losgehen, dann sind die tot. Und hier meine hüpfende Spinne, die hat zwar nicht diese Blitze vorne, aber sieht schon sehr gefährlich aus und ich glaube ein bisschen größer, oder? Ich würde sagen, die ist ein bisschen größer. So, dann haben wir die jetzt alle drei gehabt. Hier nochmal zu Vergleich. Hier nochmal der Übersetzungsfehler. Hier steht zwar hüpfende Blitzspinne, aber das ist die explodierende Eisspinne, ja. Das war halt nur ein Übersetzungsfehler, weil meine hüpfende ist ja hier. Ne? Hier ist ja die hüpfende Blitzspinne und hier ist ein Übersetzungsfehler. Das ist eigentlich die Eisspinne, die explodiert. Hier ist sie mal. Und ja, vielleicht der Vergleich zu meiner explodierenden Blitzspinne nochmal als letztes. Explodierende Blitzspinne, hier ist sie. Und ja, die ist halt schon sehr ähnlich, wahrscheinlich von der Größe auch. Das Problem ist, ich kann die, glaube ich, nicht beide auf den Boden werfen, sonst wird eine von denen verschwinden. Das hatten wir ja gerade. Und wir sehen, hier sind die Antennchen und hier sind solche Eiszapfen bei der. Also wir sehen hier Antennchen und hier Eiszapfen. Genau, genau. Also wirklich krass, dass da an sowas gedacht wurde, an solche Details. Und Leute, die andere geile Sache ist, diese ganzen kostbaren Steine, die wir früher, ja, hier zum Beispiel Saphirdrüse, die wir früher eigentlich nur verkaufen konnten. Jetzt können wir aus denen was basteln. Das ist eine unglaubliche Sache. Und ich würde sagen, jetzt testen wir die neuen Spinnen im Kampf. So, okay Leute, testen werde ich die Spinnen jetzt wieder auf der Schwierigkeitsstufe Adept. Ich werde es wieder an den Rieklingen testen, damit wir einen direkten Vergleich haben. Denn in der letzten Folge habe ich ja die Frostspinnen getestet. Die ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und wir wissen ja, die Rieklingen, die wohnen ja hier in einer sehr kalten Region und es kann sein, dass sie irgendwelche Resistenzen gegen Kälte haben, das weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeprüft. Mal schauen, ob die Blitzspinnen mehr Schaden ausrichten. So, dann Adept, Schwierigkeitsstufe und jetzt schauen wir mal, dass wir als erstes unsere blitzumhüllte Spinne testen. Das heißt, einmal in die Hand. Also die blitzumhüllte Spinne. Test. Eine davon. Ja, 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 ja. Guck mal, wie viel Schaden sie ihm macht. Aber okay, der hat sie umgebracht. Das ist eben das Problem. Die ist sehr leicht umzubringen. Was passiert eigentlich, wenn ich die jetzt ablenke? Wenn die mir hinterher rennen und dann hier einmal die Spinne hinwerfe und die jetzt auf mich losgehen, dann fallen sie um. Ja, der zweite und den dritten hat sie auch noch geschafft. Also wir sehen, sie macht schon einen krassen Schaden. Aber ich glaube, der Schaden ist jetzt an den Rieklingen nicht größer als bei der Frostumhüllten Spinne. Und jetzt würde ich sagen, zwei Rieklinge haben wir noch. Das ist ein guter Punkt, um jetzt die explodierende Frostspinne auszuprobieren. Also, der hat Full Life. Und mehr als die Hälfte. Ich glaube, das ist sogar stärker als es der Fall, als es bei der und tot. Ich glaube, es ist sogar stärker als es der Fall bei der Frostspinne war, die explodierte, denn sie nahm den Regen, glaube ich, nur die Hälfte des Lebens weg. Und denk dran, die macht auch noch Flächenschaden. Das heißt, wenn Rieklinge jetzt in der Nähe stehen würden, würden die auch Schaden nehmen. So, okay. Dann gleich lade ich die Rieklinge neu und dann gibt es die hüpfende Blitzspinne. Okay.
Okay, Leute, also die gleiche Schwierigkeitsstufe, wie wieder Rieklinge. Ah, einer ist leider verletzt, weil da immer irgendeine Spinne von mir explodiert, wenn ich hier nur habe. Okay, und jetzt die hüpfende Blitzspinne. Das ist Nummer 1. Und los geht's. Oh, der hat sie getötet, bevor sie gesprungen ist. Nochmal. Okay. Das ist interessant. Also die muss schon Zeit haben zu springen. Dann rennen wir mal hier hin. 2 habe ich rausgeworfen, 4 habe ich insgesamt. So, da ist die Spinne. Come on, spring! Ja! Okay, die hat einen sofort umgebracht. Die Frage ist, ob das der eine war mit wenig Lebensenergie. So, wir machen hier noch eine ran. Und... Wow, der war bestimmt Full Life davor. Sie bringt also mit einem Sprung den die haut den Rieklink mit einem Sprung weg. Leute! So, Moment, dieser hat wenig Lebensenergie. Was ist mit dem hier? Auch wenig. Ach, das sind jetzt meine Rieklinge, glaube ich. Ah, so. Versuch Nummer 2. Komm. Du musst nur einmal Boom! Okay. Die hat Flächenschaden gemacht, aber keiner ist gefallen. Weiterer Versuch. Komm! Komm, Sprung! Ah, jetzt haben sie erwischt. Das ist eben das Problem. Sie denkt zu lange nach. Moment, ich muss sie einfach einmal so werfen, dass sie mich sofort schlagen können. Und spring! Boom! Und Flächenschaden. Das heißt, 3 Rieklinge fallen. Bedeutet, die hüpfende Spinne braucht ungefähr 2 Treffer. Ungefähr 2 Treffer. Es ist unterschiedlich. Boom! 1, wie viel hast du? Ja, genau, genau. Und noch ein Treffer. Und er liegt. So, na dann komm, bringen wir den auch mal weg hier. Na, spring! Komm! Komm! So. Ah, ja, ja, so, was haben wir denn hier noch? Explodierende Spinnen. So. Boom! Und. Oh, Leute! Na, komm! Komm in die Nähe der Spinne. Ja, 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 ja. Und tschüss. So, und der letzte. Also, ich weiß, ich glaube sogar, so langsam sind diese Spinnen, die man einfach so wirft und explodieren, schon fast meine Favoriten. Okay, Leute, also hier sind sie nochmal zu guter Letzt alle 3. Die. Blitzumhüllte Spinne, die erkennt man an diesen Blitzen vor ihrem Schnäuzchen. Die hüpfende Blitzspinne, die ist quasi identisch, also sieht genauso aus, nur hat diese Blitze nicht vorne. Und die explodierende Blitzspinne, die dicke hier, die einfach nur am Rumliegen ist. Ach, und es ist immer wieder interessant, wie sie darauf reagieren, wenn man sie... Wenn man Druck auf sie ausübt, kurz bevor man sie werfen will. Hey Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Wie gesagt, es gibt noch 2 Arten, die Giftspinnen und die Feuerspinnen. Und die will ich auch in den kommenden Folgen machen. Das heißt, um meine Videos nicht verpassen, abonniert diesen Kanal. Klickt auch auf die Glocke, denn ich muss euch was verraten. Und zwar... es ist so, dass wahrscheinlich die meisten von euch meinen Kanal gerade wegen den Skyrim-Videos besuchen. Und auch wenn ihr mich abonniert habt, geht der YouTube-Algorithmus manchmal davon aus, dass andere Videos zu anderen Themen als Skyrim für euch nicht interessant sind und diese Videos werden euch nicht vorgeschlagen. An dieser Stelle will ich also sagen, Leute, denkt dran, bei mir kommt jeden Tag ein Video raus. Das bedeutet, auch wenn euch kein Video vorgeschlagen wurde, und ihr gerade gelangweilt vor einem Computer sitzt und gerne was Unterhaltsames gucken wollt, dann schaut doch mal auf meinem Kanal vorbei. Da wartet bestimmt ein neues Video auf euch. Mit zwar einem anderen Thema vielleicht als Skyrim, aber bestimmt einem Thema, das interessant für euch ist. So, ich bedanke euch fürs Zuschauen, für eure Aktivität und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!